So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem ARMA 2DZ Video. Ich befinde mich auf dem Moto-Server. Bin gerade reingejoint. Ich habe hier schon etwas an Ausrüstung. Hier ist mein SUV. Da drin habe ich schon Ausrüstung zum Bau einer Base. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob ich da jetzt schon anfange. Wir sind wieder an dem altbekannten Ort, wo Mike und ich eigentlich immer gebaut haben auf Chernobyl, wo ultra zufrieden sind und wir auch hier wieder bauen werden. Jo, und zwar ist eine lustige Geschichte, wie ich zu meinem ganzen Zubehör gekommen bin. Also ich bin noch nicht lange auf dem Server, wie ihr seht, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man das rechts oben entnehmen kann. Auf jeden Fall war es so, dass ich auf den Server gejoint bin, mir eine CZ gesucht habe, beziehungsweise gefunden. Oh, da drüben liegt ein Zelt, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Bin dann durch die Gegend gelaufen, hab so gedacht, okay, looten wir mal ein bisschen zusammen, zum Trader verkaufen, bla bla bla. Auf einmal kommt die Nachricht, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist und ich 10 Minuten überleben muss, quasi, um eine Belohnung zu bekommen. Und ja, wird dann alle paar Minuten mein Standpunkt auf der Map veröffentlicht, quasi. Und ja, ich bin dann halt zickzack durch die Wildnis im Nirgendwo gelaufen und hatte echt Glück, ich wurde nicht angegriffen. Und habe dann 12 Briefcases bekommen. Davon habe ich mir dann den Truck, den Rucksack, die Waffe habe ich beim Trader gefunden. Die lag da einfach rum. Und eben auch gleich komplett Ausrüstung, Safe und Bloodpool zum Bauen eben rausgelassen, weil man hier auf dem leider nicht safen kann. Wir haben immer auf dem CCG-Server von Overpoch gespielt. Und dort hatten wir ein Banksystem. Das fand ich eigentlich extrem nice. Das hatten wir hier nicht. Deswegen muss ich gleich mal schauen, wie ich das hier mache. Also ich muss erstmal dann safe irgendwas bauen. Aber was drücke ich denn? Und ja, ich werde mir jetzt mal das Zelt angucken, ob das wirklich nur einer da halt hingebaut hat oder ob der wirklich Sachen dort gespeichert hat und dort eventuell hier bauen möchte. Und vielleicht noch kein Safe gehabt hat. Ein bisschen versteckt hat das ja. Aber es ist natürlich nichts drin. Gut, gut, gut. Dann möchte ich jetzt eigentlich mal den Bloodpool und den Safe aufbauen. Bauen. Feldspaten, ist das der Ernst jetzt? Ich habe keinen Feldspaten. Ich raste aus. Was macht der denn für einen Scheiß, Mann? Sowas kann ich ja richtig leiden, Alter. Really, cocksucker? Ah, das ist halt Okay, why don't richtig you stop? elendig. Ah, das ist dem sein Scheiß ernst, oder was? Your helicopter got destroyed. Yeah, this dude destroyed. What was this guy's name? Junk or whatever? Yeah, he destroyed my chopper. I dropped here the key for his tank, so you have a car to get away from here. How'd you get his tank, dude? Do you got it? Yeah, thanks, dude. How'd you kill him?
I think he got killed from an admin or something. He's dropped out of the tank and just died. Oh, okay. Yeah, he went over my chopper, but yeah, thanks for keeping. War knapp. Ich hoffe, das Safe ist noch geschlossen. Natürlich hat er meinen Schlüssel, damit mein Auto, meine Waffen, meinen Rucksack.